deutschen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Call of Duty Advanced Warfare. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, mein bester Freund Mitchell bin ich ja selber, ist halt gestorben bei der letzten Mission. Und jetzt sind wir gerade bei der Beerdigung. Ja, genau. So, halten Sie Viereck zum Kontrollieren. Dann machen wir das mal. Ah ja, genau. Was auch noch wichtig ist, wir haben unseren Arm letzte Folge verloren. Ist vielleicht auch wichtig, dass ihr euch die nächste oder letzte Folge nochmal anguckt, um die wichtigen Informationen zu verstehen. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Das war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Okay, alles klar. Jetzt sind wir wohl bei Atlas. Genau, hier. Jetzt wurden wir bei Atlas wahrscheinlich angenommen. Haben jetzt eine Prothese. Okay. Diesmal weiß jeder, was zu tun ist. Armprothese, die ich gerade gesehen habe. Und sind jetzt hier schon direkt in der ersten Mission. 2 auf der Terrasse. Korrigiere, 3. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Die schleichen hier wahrscheinlich. Guck mal, da hinten stehen schon welche. Ja, so Messer hat man, genau. So, die haben wir alle. Hab noch einen. Ja, komm, oh, da war ja noch einer. Gut gemacht. Zur Küche. So, hier rein. Wir registrieren den Präsidenten. Medienraum, ja. Südflügel. Verstanden, oh, Prophet. Die brauchen ja so lange, ne? Ja, komm. Komm ran hier. Mitchell, wirf eine Warngranate. Warngranate werfen, okay. Ein da. Ah ja, genau. Die hatten wir in der ersten Mission auch schon mal. Jetzt kann ich da durch die Wände durchschießen, so. Noch treffen, genau. Dann ist es ganz gut. So rein. Sicher. Hier. Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. So, Stummladung mal bereit machen und rein hier. Boah, der weg. Der. Genau. Das ging ja schon mal gut los. Tür aufstellen. Wir machen das nochmal machen. Jetzt weiß ich ja, dass es den nicht umbringen soll.
So, der macht ihn fertig. Jetzt nehme ich den hier. Zack. Ziehe hier rüber. Nimm den. Gib dem Headshot und guck, was hier noch ist. Und das. So, den habe ich jetzt erstmal schön ausgelassen. Können Sie sich authentifizieren? So, Präsident Protus. Okay, den Kopf unten halten und ganz genau, nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Boah, die haben wir schon ziemlich weggefetzt da gerade, ne? Verstanden, Atlas 01. So, auf zur was ist das denn? Zugangsstraße. Verstanden. Eine Drohne, okay. Drohnen auf der hinteren Veranda. Also gehe ich mal aus, was eine Drohne ist. Okay, Spielzeug. Mehrere Feinde beim Pool. So, hier raus. Ausschalten. Oh, was ist mit meiner Prothese los, Alter? Scheiße. Die alle weg jetzt, komm. Ist er schon tot? Nee, ich geh nochmal auf da. Den haben wir noch, genau. Den haben wir auch. Jetzt alle? Nee, da sind noch welche. Setz mich in Bewegung! Los, los! So, jetzt ist alles klar. So, weitergehen. Patrouille nähert sich! Runter! Okay, da kommen welche, ne? Patrouille, ne? Nicht angreifen! Einfach vorbeilassen! Sind sie. Okay, weiter. So, weiter geht's, ne? Sind weg, genau. Da hinten sind sie. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? So, gehen wir vor. Transporter, komm schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Wir müssen auf die... Ja, den Wagen warten, ne? Der den Präsidenten abholt. Die Prothese war gerade immer noch im Arsch. Das ist ein bisschen nervig. Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Mach die Tür auf. Scheiße, mit der Polizei. Fuck. Ach so Scheiße. Schlampig, Mitchell. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Ja, okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Was war alles in der Simulation? Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Ja, okay, das erklärt so einiges, ne? Aber schon hammergeil gemacht hier, ne? Bock schon mit der Simulation. Guck mal, der hält so die Tür auf. Ist ja lieb. So, und der hier vorne rechts, das ist nämlich der Leiter von Atlas. Sowie der Vater von dem meinem verstorbenen Kollegen. Den man eben am Anfang gesehen hat. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht.
Jetzt stecken wir diesen Panzer rein. Guck mal, da ist noch einer. Der sieht schon verdammt geil aus. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so auf schmerzliche Art erfahren hat. Diese Anzüge bocken auch mega. Auch richtig geil. So, wir scheinen da zu sein. Mitchell. Ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Alles klar. Dann wollen wir mal die Prothese wieder reparieren. Los geht's. Also gut, hier drüben. Boah, habt ihr den Helm gesehen? Der sieht schon mega geil aus. Der bockt schon. So, weiter geht's. Eins hätte ich ins Herz geschlossen. Guck mal hier links, wie die Wand hochklettert. Geil. Wir haben zwei Arten von Exos. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boosterstrom ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild, sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Aber jetzt erstmal zum Doktor. Hallo Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Bitte, hier herüber. Ja, alles klar, Doc. Hier auf die Schiene legen und mal gucken, was los ist. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ja, könnte ein bisschen besser sein, ne? Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Ja, damit lässt sich arbeiten, aber... Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ja, das nenne ich doch mal ein Handgelenk. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Dann ab zu dem... Auf zum Schießplatz. Zu den Schießständen. So. Er hat den Angriff. Da war jetzt gerade ein kleiner Cut. Wegen Audio. Oder Sprachproblem. Nein, Sprachproblem hört sich scheiße an. Wegen dem Ton, wegen dem Mikrofon und so. Naja, jetzt machen wir den. Oder gehen wir jetzt zum Schießstand. Genau, jetzt habe ich wieder. Hier. Auf die andere Straßenseite wahrscheinlich. Genau. Hier ist auch der Schießstand. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Du hast bestimmt geilere Waffen. Mal gucken, was hier noch so ist. Die sieht ganz geil aus. Fang an. Ja, die bockt. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Ja, die geht ganz gut. Overdrive einsetzen. Thank you.
Captain, Runde 1. Okay, das ist natürlich nicht so ideal, wenn du den Overdrive eingesetzt hast. Und du dann währenddessen zum Beispiel nachladen musst, oder wie jetzt gerade hier die Animation wechselt. Overdrive einsetzen. Okay, den treffe ich auch nicht mehr. Guck. Ach, super, alles weg schon. Starte Runde 3. So, ja. Ach, scheiße, jetzt habe ich natürlich nicht darauf gedacht, dass ich noch einen Schuss habe. Das wäre natürlich blöd. Da 75 Punkte. Da keine. Da auch keine. Da kommt keiner mehr. Dafür, da 100 Punkte. Da nochmal. Und da. Ja, nicht ganz, ne? Nur 50. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Nicht schlecht. Rüber zum Granatenplatz. Du musst mit den Variablen Granaten. So, übelste Skills waren das jetzt nicht, ne? Aber bin ich einigermaßen mit zufrieden. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Training. Machen wir noch das Granatentraining und dann geht's wieder in die Simulation, wie ich gerade verstanden habe. Dann kann es weitergehen. Aktiviere die Konsole. So, wo sind jetzt die Granaten? Ah, hier, okay. Wirf eine Warngranate! Schieß durch Wände, um diese Ziele zu treffen. Da oben. Also das finde ich schon mega geil, dass man da so durch die Wände schießen kann dann. Das ist schon ganz geil. Ich glaube, das war die falsche Granate jetzt. Geht aber trotzdem. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Gut, mach's nochmal. Diesmal als richtige Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Was jetzt? Ach, da unten laufen wir wieder. Nochmal die Warngranate einsetzen. Das ganz andere Ding hier. Jetzt. So. Oder oben. Da, den kriege ich nicht. Wo machen wir? Ah, scheiße, egal. Den hier erst. Den. So, ist noch einmal. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut, das war's. Durchschnitt trifft's ganz gut. Durchschnittlich. Durchschnitt. Naja. Also los. Wir müssen den Simulator nochmal starten. So, dann wieder zur Simulation, ne? Jetzt geht's weiter. Pass auf. Eins wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. So, welche Waffe nehme ich denn jetzt? Die, ne? Die hier? Jo, geht. Ne, 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 doch nicht. Was ist das für eine? Die bockt auch nicht, oder? Ne. Ne, die hier. Ja, die sieht auch vernünftig aus. Oder? Ja, das geht ganz gut. So, dann mal ab in die Simulation. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1. Ausführen. Okay, ich gehe vor. Meine da Richtung. Da kommen Sie! Ausschalten. Angriffsmodus. Setz den Overdrive ein! Das wird jetzt angriffsvoll. Ja. Genau, wie man sieht. Passt durch. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Da ist
rechts. Okay, nochmal, ne? So, jetzt wahrscheinlich wieder den gleichen Weg wie eben. Jetzt gehen wir hier wieder durch die Küche. Sicher. Vorwärts. Also gut, wähl deinen Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Okay, und jetzt einfach. Die Granate einfach. Wir sehen, wo die liegen. So, da sind noch zwei. Da, das war doch mal ein schöner Abschluss. Oh mein Gott. Alter, den hätte ich fast verpasst. Da rennt noch einer ins Nebenzimmer. Da ist er. Oh, da unten ist einer. Okay, der ist auch. Dann jetzt mal hier rein. Wieder. Jetzt weiß ich ja, wo die stehen. Jetzt. Okay, das ist mal der hier. Und da rüber gezielt. Und jetzt. Scheiße, jetzt muss ich nachladen auch noch. Naja, wisst ihr, kurz zieh ich das mal rein. Was wir jetzt machen. Sicher! Ja. Das fand ich geil. Das hat mir gut gefallen. Da muss ich mich auch mal selber loben. Ja, doch. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! So, da bringen wir den mal nach Hause hier. So ist halt in sein schickes Auto. Verstanden, Prof. So, was kommt jetzt? Kommen jetzt wieder Drohnen oder was passiert jetzt? Ja, passiert irgendwie nichts. Ne? Was jetzt passiert? Okay. Ach so, Drohnen kommen rein. Gutes Drohnen oder was, ne? Ja, wie jetzt? Ach, der macht die Tür auf. Alles klar. Mitchell, setz deine Angriffsdrohne ein. Ich will killen. In meiner Prothese passiert jetzt nichts. Angriffsdrohne kann ich einsetzen. Okay, machen wir nochmal, ne? Hier erkannte Bedrohung einer. Da saß er. 9 Uhr. Bereich gesichert. Immer weiter. Ja, kann's weitergehen. So, hier runter. Runter. Los. Kommt jetzt noch eine Patrouille? Aber kann nicht, oder? Da ist keiner. Da auch Prophet, nicht. Wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter! So, guck mal, da ist ja schon das Fahrzeug. Schaff den Präsidenten rein. Aufmachen mach es diesmal jetzt. Richtig. Tür ist auf. Präsident rein. Sicher. Tür zu. Abfahrt. So muss das gehen, Leute. So muss das gehen. Das wird doch mal. Und schön. Jetzt gehen wir auf den Warbird warten. Also gut, ne? Das heißt, in Deckung gehen. Setz deine intelligenten Granaten ein! Setz dein Schild ein! Schild zu aktivieren. Nein, ja, brauchen wir also nicht. Raptor 2-3, komme zur Unterstützung. Da ist unsere Evakuierung. Warbird Mitchell! Zum Warbird! Da haben wir ja einen Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. So, willkommen bei Atlas, würde ich sagen, ne? So, das war's auch schon wieder mit dem Let's Play. Und zwar sehen wir uns in der nächsten Folge von Call of Duty Advanced Warfare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auch noch ein Abo. Das wäre echt cool von euch. Und danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.